Ja, Damen, Herren, kostümierte und sämtliche andere Freunde des gepflegten Unterhaltungshorrors hier in der Welt von Dead Space 2 heiße ich jetzt willkommen zurück. Tut mir leid, dass ich jetzt keine Parts rausgehauen habe, mir in den letzten Tagen zumindest nicht so viel und dann mit dem René, aber ich habe mir einfach mal meine Ruhepause gegönnt. Und die soll mir ja auch mal gegönnt sein. So, ich habe die Einstellungen, das wollte ich gar nicht gucken. Einen Knoten habe ich noch, das reicht mir nicht, um irgendwas Neues anzufangen. Von daher einfach mal weiter und an alle, die jetzt gucken, Happy Halloween nachträglich. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Unterhaltungsphase. Sein Arm? Oh Gott. Eine Hand auf dem Weg. Sie winkt mir die Richtung, wie beim Einparken. Ja, ich hoffe mal, in den Frames geht euch alles gut. Und da werden wir doch ganz sicher runterfallen. Ja. Oha. Wir bekommen Munition, wir bekommen auch noch Geld. Hier stimmt etwas nicht. Aha, und hier haben wir wieder Dementoren, Diener Unitologies. Mit der Welt in der Hand. Schriften, die wir vielleicht kaputt machen können? Nein, natürlich nicht. Ist mir entschieden zu finster hier drinne. Boah, ich hab schon gedacht, jetzt kommt noch so ein scheiß Lüftungsschacht. Ich meine, Horror schön und gut, aber so rumkriechen. Ach, das ist der Requisitenraum. Steven Spielberg muss hier irgendwo rumliegen. Oder der Papst, der war auch noch Requisite. Huch. Was war denn da gerade mit den Frames los? Die waren ja bei 30. Oh nein, nicht hier. Gut, ne? Wie ich die ersten vier Kugeln daneben gesammelt habe. Da schleicht er sich um die Ecke, der Schelm. Ich glaube, ich bin bescheuert. Schick mir das ins Gesicht. Ach, hier sieht die Munition tatsächlich ja schon viel, viel besser aus. Aber gleich bin ich mir ganz sicher, dass wir die brauchen werden. Denn töten nur mit dir. Ich töte nur mit dir. Und du bist mein Herzensliebling. Oh nö. Ich vergaß. Oh, die Kirche. Die Kirche. Uah! Großer Gott. Du Mistvieh. Oh Gott. Ihr wisst gar nicht, wie schön das gerade ist. Frames, wir können doch über alles reden. Ja, das war's dann. Isaac Clark. Begraben unter Milliarden. Nein, natürlich nicht. Ach du Scheiße, ey. Ich hasse die Kirche, das gebe ich auch offen zu. Offenst.
Ich komme damit überhaupt nicht klar. Ich hasse sie. Und wenn wir dann auch jetzt, also jetzt haben wir ja immer gefailt und das war ja auch alles wundervoll und schön und gut. Und wenn das jetzt nochmal passiert, dann werde ich natürlich schneiden. Ey, ich bin hier gerade sowas von auf Paranoia. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Ich war mal viel cooler. Ja, das war jetzt auch gerade nicht so wirklich durchgezogen. Ich wollte halt ein bisschen den Schockeffekt aufrechterhalten. Ja, jetzt kommen wieder, du Noob, du willst doch nur, dass wir nicht glauben, dass du scheiße bist. Ich bin Noob, aber ich bin ehrlich. Meistens. Ey, pack diesen Arm aus meinem Weg. Ich kann mit dem überhaupt nichts anfangen. So, ein bisschen Bewegung bitte. Ja, ein... Dankeschön. Konnte man eigentlich eben auf das Vieh Stase anwenden? Das hätte mir ja sehr viel ersparen können. Habe ich nämlich gar nicht ausprobiert. So, jetzt sind wir hier wieder schön ruckel unterwegs. Hallo. Ich bin der Ruckel, ich fahre ein Auto heute. Na gut, was haben wir hier? Ach ja, die Kiste. Die Kiste. Ach ja, da kamen die zwei. Die zwei Spezialisten. Hier nicht. Ja, schon. Komm, Bewegung. Ein bisschen Beeilung. Wo hängen die da? Hängen die in der Luft? Fangen wir jetzt auch an zu backen, ne? Amüsieren wir uns. Geh, verrecken. Hör auf, mir das Gewicht zu zappeln. Dankeschön. Sind wir hier? Ist gar nichts, ne? Ja, wundervoll. Mein Lieblingswort. Wie viel Munition noch? Gar nichts. Okay. Einfach rennen. Ich glaube. Oh, ich hab noch keinen mal getroffen, Leute. Oh, das wird wieder böse enden. Oh, das war arschknapp. Das war arschknapp. Da glaube ich fest dran. Keine Kinder. Seht ihr mal. Die Jugend von heute. Immerhin haben die immer was in der Tasche. Alter, Finne. Die sind auch lustig, ne? Die Unitology-Halle, ganz viele lustige Gestalten, die alle dem armen Anton auf den Nerven gehen wollen, dem armen Toni, der den nix getan hat. Naja, was soll's, wir machen uns alle Feinde im Leben.
suchen wir lieber nach Munition. Oh, aber mal ganz ehrlich, wie geil diese Kirche einfach nur ist. So unnormal schön. Schaurig schön, würde ich sagen. Hier vom Marker geprägte Säulen, die sich zur Decke schlawenzeln, die Verbindungslinie da hinten der Ordnen. Hier ist dann wahrscheinlich der Priester und liest vor. Hier ist nun diese Gebetsecken. Hier gibt es doch keine Sitzplätze. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt die Kirche oder was stellt das da? Jedenfalls ist es geil. Hoho. Boah. Ganz ruhig. Entspann dich, entspann dich. Lauf. Ich habe keine Zeit mehr. Seid doch mal ein bisschen kooperativ. Oder kooperativ ist auch völlig egal. Jedenfalls kommt dem armen Isaac doch mal entgegen. Kommt er denn jetzt her? Ach, weißt du was? Ich gehe einfach weiter. So. Und dann hier der ganze Kokolores. Wie geil es hier einfach aussieht. Ich kann es immer nur wiederholen. Kann man kaputt machen? 30 Frames! Huch! Haben wir etwa das tote Areal verlassen? Nein. Sagte der Apfel. Alter, diese schaurig schöne Welt. Die haben uns durch Tod und für Tod und Glorie, für Blut und für Gerechtigkeit gekämpft. Und letztendlich können wir doch nur, kann ich doch nur staunen über das, was wir bekämpfen, weil die sehr, sehr geil leben. Ich möchte wetten, hier kommt ein Viech. Sind Sie noch bei mir? Ich habe die Spitze der Kirche erreicht. Wie Frames wir haben. Hier. Ich warte am Shuttle. So schön. Und gleich kommt bestimmt ein Biest aus der Decke, um mir den ganzen Augenblick zu verschlimmern. Aber jetzt... Boah, die ganze Anspannung ist weg. Dieses Schlimme. Ich wusste, dass du kommst. Dieses schlimme, schlimme Setting ist jetzt fast geschafft. Gerade hatten wir auch Frames. Oh, das wäre so schön. Oh, jetzt haben wir 15, aber das ist wert. Das hatte ich auch mal im Review gemacht damals. Das ist die Sprawl. Die Titanstation. Da ist die Solaranlage. Vielleicht kommen wir da noch hin. Das sieht aus wie diese Teile, die an der Ishimura dran waren damals. Und da sind einfach Wohnblöcke. Und ich glaube...